Früher einmal, sagt David Milne, da habe er die beste Aussicht im ganzen Land gehabt. 45 Meilen die ganze Küste entlang. Jetzt steht da eine Reihe zerzauster Fichten, meterhohe Bäume, gepflanzt von seinem Nachbarn genau auf der Grundstücksgrenze. Bäume dieser Höhe, da ist es nichts mehr mit der Aussicht. Das ist wieder einmal der Versuch der Trump Organization, die Nachbarn einzuschüchtern. Sein Nachbar ist wirklich Donald Trump. Seine Firma hat hier vor 10 Jahren einen Golfplatz in die geschützte Dünenlandschaft gesetzt, mit der Zustimmung der Lokalpolitiker und der schottischen Regierung. Die glaubten seinen Versprechungen. 1 Milliarde Investitionen, ein 450-Betten-Hotel, 6000 Jobs. Nichts davon wurde wahr. Stattdessen schreibt der Golfplatz Millionenverluste. Doch jetzt will Trump erneut investieren und gleich ein ganzes Dorf mit 500 Häusern aus dem Boden stampfen. Deren Verkauf soll endlich den ersehnten Profit bringen. Häuser waren zwar in anderer Form schon im Ursprungsprojekt vorgesehen, aber erst in einem zweiten Schritt. Die Genehmigung der schottischen Regierung sah vor, dass in der eher dünn besiedelten Gegend erst touristische Infrastruktur und damit Arbeitsplätze entstehen. Das Vorhaben trifft jetzt auf erbitterten Widerstand. Öffentliche Anhörung des Regionalrats von Aberdeenshire. Drehen dürfen wir während der Veranstaltung nicht, doch der Widerstand wird deutlich. Über 3000 Einsprüche sind eingegangen, einer davon eine Liste mit 18.000 Unterschriften gegen das Projekt. Trumps Anwältin versteht die ganze Aufregung nicht. Wir hoffen, dass es weitergeht. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich schwierig, auch mit der ganzen Unsicherheit, die in der britischen Wirtschaft gewachsen ist. Wir müssen endlich anfangen zu bauen. Der Markt kann sich wieder ändern, größere Projekte entstehen. Aber jetzt können wir nur das bauen, was der Markt will, wie im richtigen Leben. Im Klartext, kein Hotel, keine Infrastruktur. Für David und seine Mitstreiter ist das nicht akzeptabel. Für ihn will Trump nur maximalen Profit. Sie haben klargemacht, dass es keine Wahl zwischen dem Originalprojekt und diesem hier gibt, sondern das hier oder gar nichts. In meinen Augen eine Drohung an den Rat. Der darf sich vor der Entscheidung nicht öffentlich äußern. Die Ratsmitglieder müssen laut Statut unparteiisch entscheiden. Einer hält sich nicht an das Redeverbot, Ratsmitglied Martin Ford. Der Widerstand gegen Trumps Projekt ist ihm zu wichtig. Stattdessen hat er sich entschieden, nicht an der Abstimmung teilzunehmen. Die Touristenanlage wurde nie gebaut und offen gesagt, man hat uns beschissen. Man hat Riesenversprechungen gemacht, Jobs, Investitionen, nichts davon wurde wahr. Wir haben eine wundervolle Dünenlandschaft verloren und das Schlechtestmögliche bekommen. Jetzt ist die Trump Organization wieder da und versucht, die Häuser zu bauen, die als Refinanzierung der Touristenanlage gedacht waren. Und wieder erzählen sie was von ökonomischem Nutzen. Ich hoffe, der Rat fällt nicht darauf herein. Viele der Nachbarn, die schon vor 10 Jahren Widerstand geleistet haben, tun das noch immer. Vor die Kamera aber wollen sie nicht. Die Zermürbungstaktik zeigt Wirkung. Zum Beispiel, wenn die Trump Organization einen meterhohen Erdwall vor das Haus kippt und so die Aussicht nimmt. David Milne aber kämpft weiter. Das hier nennen sie McLeod Square. Dieser wilde Stilmix ist einfach nur erbärmlich und sollte für diese Gegend nicht in Frage kommen. Es ist einfach hässlich. Eine Disneyland-Dorfidylle, so wie sich Trump das Land seiner Vorfahren vorstellt. Mit der Realität hat das nur wenig zu tun. Das richtige Schottland liegt in Sichtweite des Golfplatzes, das verschlafene Nachbardörfchen Balmaddy. Hier sieht mancher auch die positiven Seiten des Projekts. Das ist gut. Gut fürs Land und gut für die Gegend. Mehr Entwicklung ist doch gut für die Gegend. Es hilft. Ich weiß, viele sind dagegen, aber nicht jeder teilt diese Meinung. Die Arbeiter kommen ja dann doch nicht aus der Region, sondern wieder woanders her, so wie das schon beim Golfplatz war. Ich sehe da schon ein bisschen düsterer. Die Leute unterschätzen das, was Trump da plane, sagt David Milne. Denn es gehe ja nicht nur einfach um eine Neubausiedlung.
Ich wünsche mir, dass Trump das hier verkauft und abhaut. Er hat bewiesen, dass er untragbar ist, als Nachbar, als Arbeitgeber, für die Umwelt. Und er schädigt die lokale Wirtschaft hier. Das Beste, was seine Leute jetzt für Aberdeenshire tun können, ist zu verschwinden. Die Schotten sind stolz auf eine jahrhundertealte Tradition des Widerstands gegen Autoritäten. Könnte sein, dass Trump und sein Projekt das noch zu spüren bekommen.